Hallo, willkommen bei den Movie Corps. Endlich und noch vor der Oscarverleihung kommen wir mit unserer Auflösung unseres Gewinnspiels. Wir präsentieren heute unsere Top 3 und die Gewinner und was diese so getippt haben und was wir von diesen Tipps halten. Das ist der Tatbestand, egal, das lassen wir heute. Hallo auch Bad Cop. Guten Tag. Aktiviert, sehr ja. Schön. Ja, ich würde sagen... Im Sprachmodus. Genau. Ja. Er kann sprechen. Nein, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Und zwar... lösen wir zuerst mal die Top 3 auf? Ich würde sagen, die lösen wir am Schluss auf. Okay, gut. Erstmal so die Tipps durchgehen und wer gewonnen hat. Also, wir haben schlussendlich 4 Gewinner. Warum genau, das erklären wir noch. Vor allem auch, weil 2 Punkte gleich waren. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Auf jeden Fall haben wir auf den 3. Platz Daniel aus Würzburg. Er hat getippt bei uns beiden, natürlich, wir haben gesagt, Plätze 1 und 2 sind identisch, hat er getippt auf Platz 1 Inception, auf Platz 2 Kick-Ass. Und gut, das können wir schon sagen, das ist eigentlich nicht wirklich falsch, aber auch nicht richtig, denn es ist genau umgekehrt. Genau, ja. Also wir haben Kick-Ass auf Platz 1, Inception auf Platz 2, der 3. Platz, da bleiben wir noch verschlossen. Ja. Auf Platz 3 hat er bei mir getippt, Hot Tub Time Machine. Und da ist es schade, dass wir die Top-10-Akte von 20 Minuten auf 10 runterkürzen mussten. Ja, weil da... Weil da hatten wir das erwähnt, dass der es nicht in die Top 10 geschafft hatte. Aber trotzdem ein guter Film. Aber er war eine gute Komödie und sehenswert. Der macht Spaß, also, der macht Spaß. Ja, inzwischen auch schon mehrmals gesehen. Ja. Der ist super. Und bei dir hat er getippt, I Saw the Devil. Ja, stimmt zwar nicht. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen, zu meiner Schande. Bin aber sehr gespannt auf den Film. Ja, auf alle Fälle. Wäre also sicher nicht der schlechteste Tipp gewesen, aber vor allem wenn man bedenkt, es ist ja ein koreanischer Film, ich mag gerne asiatische Filme und alles drum und dran. Nicht schlecht, aber auch nicht richtig, aber nett, dass man mir den andichtet. Ja, das okay. War so. Und somit kam er auf 4 Punkte für je zwei richtige Filme auf dem falschen Platz und hat den 3. Platz, das T-Shirt hat er erhalten. Ja, Gratulation. Ja, Applaus. Genau. Okay. Sprachmodus, Applausmodus, alles dabei heute. Ja. Genau, und dann haben wir einen zweiten Platz, einen von 2 zweiten Plätzen. Den hat Andreas aus Basel. Er hat richtig getippt, Kick-Ass und Inception auf Platz 1 und 2 bei uns beiden. Und somit war er schon auf 8 Punkten. Bei den 3. Plätzen wiederum, da war auch nichts Richtiges dabei. Iron Man 2. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht... Stimmt, an den hatte ich gar nicht mehr gedacht. Aber der war eigentlich gut, hat mir gefallen. Ja, aber was auch wiederum sehr viel über den Film aussagt, dass man ihn eigentlich nicht auf der Liste hat, sozusagen. Ja. Der Film ist ja nicht schlecht, aber ich finde, er kommt nicht ganz an den ersten Teil ran. Um einfach kurz. Wobei er kurzweiliger war. Als der das erste. Auf alle Fälle, aber der erste Teil war sympathischer. Aber ist egal, okay. Stimmt, bist du gut. Aber deswegen, das war komplett weg. Ja. Und bei dir war es als Tipp, Onkel Boon Me Recalls His Past Lives. Ja, okay, wieder ein asiatischer Film, diesmal einer aus Thailand und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, wieso? Der Film ist so grottenlangweilig, also wirklich. Der hat ihn nicht gesehen. Der hat irgendwie in Cannes, glaube ich, unter das auch einen Preis gewonnen, also ist eine Schlaftüte hoch 10, also sorry. Ist verfilmt, das Valium sozusagen, also ist nein, Katastrophe, aber schön, dass man mir den andichtet. Er ist von mir davon ausgegangen, du bist eher der Mainstream-Typ, ich bin der Intellektuelle, was man... Die auch sieht. Also ich bin mehr der Mainstream-Typ, der zweite Teil, den lasse ich mal so stehen. Ja. Nein, aber der Film, nein, ganz ernst, der wird es bei mir nicht mal in der Top 100 geschafft haben. Aber okay. Ich habe herzlich gelacht, danke. Gut, dann haben wir auf den zweiten Platz Florian aus Kaiserslautern. Auch er hatte Kick-Ass und Inception auf Platz 1 und 2. Auf Platz 3 war bei mir Machete, da... Das hatte ich erwähnt, dass ich den noch nicht gesehen habe. Ja. Also, oder hatte ich das auch aus editiert? Das weiß ich jetzt. Ich bin jetzt gerade überlegen, wo ich den in meiner Top 10 drin hatte. Auf welchem Blatt schon wieder? Ich glaube, das war 4. Nein, 5. Ist egal. Ist egal, war drin auf alle Fälle. Der war drin, ja. Der Film ist cool, macht Spaß, ja. Bei dir war er drin, ja. Ja. Und bei dir hat er getippt Wall Street 2. Geld schläft nicht. Ja, Michael Douglas ist immer eine Show wert, aber der Film ist weit davon entfernt, in eine Top 10 reinzukommen. Okay. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, der liegt da hinten. Aber. Ja, ist okay, kann man damit leben. Also besser als Onkel Buhlmann, auf alle Fälle. Okay, und das also, auch hier, Applaus für beide. Man sieht, der Aktionsmodus ist aktiviert. Ja, weiter. Ja, also das waren die 3 Gewinner, die nicht den ersten Platz haben. Den hat jemand, der hatte einen kleinen Vorteil.
er kennt uns privat und er wusste ungefähr, welche Filme ich gesehen habe. Und einer seiner persönlichen Lieblingsfilme des Jahres 2010 hat er dann bei mir auf Platz 3 getippt und lag damit richtig. Auch er hat mit Kick-Ass und Inception Platz 1 und 2 absolut richtig gelegen. Ja. Und jetzt können wir auflösen. Bei mir Platz 3 Scott Pilgrim vs. The World. Was hat er bei mir auf Platz 3 getippt? Und bei dir auf Platz 3, da zitiere ich, no fucking idea, I guess just some porn. Gut, meine Top 3 Pornos laufen. War jetzt vielleicht auch nicht so weit. Ja, Klein Tilian, sage ich nur. Klein Tilian, ja. Genau, Tilian aus Basel, habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, genau. Ach, hier? Nein, war zu einfach für ihn. Ja. Nein, aber deswegen haben wir jetzt 4 Gewinner statt 3. Er ist ein bisschen außer Konkurrenz gelaufen. Und Scott Pilgrim vs. The World wollte ich aber noch schon noch dazu sagen. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat und ein bisschen auf verrückte Filme steht, die hier ist es basiert auf einem Comic und es wirkt wie ein reell gewordener Comic. Mit 80er Jahre, Computerspieleffekten und so weiter. Also ein klasse Film, der von A bis Z einen auf Tempo macht. Und mit einem sympathischen Michael Cera oder Cera oder Vera. Schande muss ich sagen, ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Also das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Und mein Platz 3 ist dann, der hat keinen erraten, ist auch klar, der kam auch in keiner Akte vor, ist Red, White and Blue des englischen Regisseurs Simon Romley. Ein totaler Downer, also der Film zieht einen runter. Also ja, nicht schauen, wenn man gute Laune hat oder noch einen schönen Tag verbringen möchte, weil der Film macht einen fix und fertig. Ja, aber ist das dann besser, wenn man von Anfang an schon schlechte Laune hat? Ja, am besten, ja. Nein, der Film ist auch wirklich einer dieser Filme, wenn man ihn, der geht irgendwie 2 Stunden, nach 2 Stunden sitzt man einfach da und denkt irgendwie, what the fuck. Ja, also kein Happy End, es geht alles irgendwie, alles geht den Bach runter. Eine schockierende Geschichte, eine überraschende Geschichte, also man weiß sehr lange nicht, auf was der Film raus möchte. Und der kommt jetzt in 2 Monaten, 3 Monaten in Deutschland auf DVD raus. Ich kann nur empfehlen, schaut ihn euch an, er ist wirklich, wirklich sehr gut. Und das wäre es bei mir auf Platz 3. Dann würde ich sagen, ich schlage vor, du siehst es Scott Pilgrim noch an, ich sehe mir noch Red, White and Blue an und wir liefern die beiden dritten Plätze von uns noch als Akten nach. Und ihr schaut euch die nächste Movie Cops Akte an. Ja. Ja, sozusagen. Sowieso. Gut, ich bin wieder weg. Genau, und wir sehen uns weiterhin. Auf jeden Fall nochmal Gratulation an alle Gewinner. Die T-Shirts sind alle angekommen, wir hoffen, ihr habt Spaß damit und vielleicht nicht unbedingt anziehen, wenn irgendwo gerade ein Verbrechen stattfand und die Polizei Augenzeugen sucht. Könnte Probleme geben. Doch, wenn ein Verbrechen stattgefunden hat und irgendein Journalist macht ein Foto vom Verbrechensort, steht in den Hintergrund mit dem Movie-Cop-Shirt. Das wäre eine gute Werbung. Also, wir sind da. Gut, ich bin unbedingt suchen. Also, lassen wir das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.